Es ist erbarmungslos und eiskalt. Chinesische Behörden haben einen mit Corona infizierten 4-jährigen Jungen allein in Quarantäne geschickt, ohne seine Eltern. Ein neues herzlos Beispiel aus der sogenannten Volksrepublik. Chinas Regime setzt stumpf seine Zero-Covid-Strategie durch. Das Kind wird komplett mit einem Schutzanzug verhüllt in einen speziellen Untersuchungsraum gebracht. Die Szene hat Su Xiaqing, eine Krankenschwester einer Quarantäneklinik in der Stadt Putian, aufgenommen und ins Netz gestellt. Das Video ging in Chinas sozialen Netzwerken schnell viral. Nach Angaben der Regierung betreffen rund die Hälfte der jüngst gemeldeten 129 Neuinfektionen Kinder unter 12 Jahren. Um weitere Ansteckungen zu verhindern, werden die Kinder unter Zwang von ihren Eltern getrennt und im Krankenhaus isoliert. Für die Kinder, aber auch für die Eltern eine schlimme, traumatische Erfahrung. Grund für das harte Vorgehen der Behörden soll das fehlende Vertrauen in ihre Impfstoffe sein. Schon in der Vergangenheit hatte es wiederholt Berichte über die geringe Schutzwirkung der China-Impfstoffe gegeben. Ich habe jetzt gesagt, ich bin nicht mit jemandem verliebt, weil ich deutlich ruhiger geworden ist. Aber die Wirtschaft.